Ich muss an einem Punkt anfangen, wo ich alle Vorkenntnisse, meine eigenen Erfahrungen sogar, außer Kraft gesetzt habe. Diesen Anspruch hat Krishnamurti. Das bringt mich zu dieser Aussage, dass Krishnamurti der bedeutendste Philosoph des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Kein Guru, keine Methode, kein Lehrer. Kein Ziel, keine Sicherheit, kein Gott. Kein Ich, keine Identität, kein Nationalismus. Kein Heilsprogramm, kein Ideal, keine Herrschaft. Keine Lehre, keine Ordnung, keine institutionalisierte Religion. Und noch vieles mehr wollte Krishnamurti nicht. Und Religion schon gar nicht. Meiner Ansicht nach ist die Wahrheit ein pfadloses Land, die Sie auf keinem Weg erreichen können. Weder über eine Religion noch über eine Sekte. Das ist meine Meinung, die ich absolut und bedingungslos vertrete. Die Wahrheit, die keine Grenzen und Bedingungen kennt und zu der kein Weg führt, lässt sich nicht organisieren. Ein wichtiger Gedanke bei ihm war immer, nicht von einer Frage, zum Beispiel gibt es einen Gott, zu einer möglichen Antwort springen, sondern bei der Frage bleiben und zu versuchen zu verstehen, welche Entität, welcher Vorgang in mir es ist, der überhaupt diese Frage stellt. Was ist es, das diese absolute Sicherheit will, dieses absolute Wissen, das es nicht gibt in dieser Welt? Und dass dann sozusagen, wenn der Mechanismus, der überhaupt zu solchen im Grunde falschen metaphysischen Fragen geführt hat, verstanden ist auf psychologischer Ebene, dass dann zwar keine Antwort kommt, aber eine Befreiung von dem inneren Konflikt, der damit einhergeht. Krishnamurti warnte: Niemand und nichts kann diese Frage beantworten, ob es einen Gott gibt oder eine Wahrheit oder die Realität als sie selbst. Und darum müssen sie sich kennen. Wenn man sich selbst nicht kennt, ist man unreif. Doch dieses sich selbst kennen kann auch zu der Erkenntnis führen, dass dieses Selbst, das es zu kennen gilt, nichts ist, was der Mensch finden, nichts ist, was er festhalten oder womit er glücklich werden kann. Das zu sich selbst gefundene Selbst, das Ich, die Ich-Identität, ist eine Falle, eine Illusion. Insofern ist Krishnamurtis Lehre wirklich extrem subversiv und in einem guten Sinne subversiv, aber auch für viele Menschen psychologisch schwer zu ertragen. Weil alles das, was sich der Mensch an Wissen, an Erinnerung, an Überzeugungen, an innerer Haltung, an Gefühlen und Erlebnissen angeeignet hat, ihn daran hindert, sich zu öffnen für die Stille des Augenblicks, für das Hier und Jetzt, für das, was letztlich nicht in Worte zu fassen ist. Das Denken ist das Vergangene, weil es aus der Erinnerung kommt. Denken ist in der Vergangenheit, weil die Elemente des Denkens immer aus der Vergangenheit stammen. Das sind die Wahrnehmungen, das sind die Sinneseindrücke oder was auch immer, ja? Oder ein anderer Gedanke. Und eine Beschäftigung mit dem Vergangenen ist das Denken. Also die Bewegung ist rückwärts, verbaut uns den Zugang zu der Wirklichkeit und zu der Gegenwart. Vanamali Gunturu verglich in seiner Doktorarbeit die Phänomenologie Husserls mit dem Denken Krishnamurtis. Und er schrieb ein Buch zu Krishnamurtis Leben und Werk. In dieser Philosophie spielt Konditionierung eine bedeutende Rolle. Wir sind alle konditioniert. Das ist die Aussage Nummer 1 bei Krishnamurti. Wir sind konditioniert, heißt, ich bin nicht, was ich bin, ohne diese Konditionierung. Meine ganze Identität, dass ich geboren bin, in gewissem Klima gewohnt habe, in gewisser Kultur, gewisse historischen Situationen, dass ich zur Welt gekommen bin, gewisse Kaste in Indien und das Essen, was ich gegessen habe, die Sprache, die ich spreche, die Weltanschauung, alles konditioniert mich, das heißt, prägt mich. Sie müssen sich der Konditionierung bewusst werden. Es kommt auf das Bewusstwerden an. Und bewusst werden kann man nicht zwingen. Etwas muss mich stören, wie der Zahnschmerz. Wenn es so unmittelbar erlebt wird, mich stört. Die Radikalität der Kritik korrespondiert mit keinem Rettungsweg, mit keiner Therapie, mit keiner Handlungsoption. Der Einzelne bleibt auf sich allein gestellt.
Kein Guru, keine Methode, kein Lehrer. Die Befreiung liegt jenseits aller Begriffe und Worte. Sie ist erlebbar in Glücksmomenten der Stille, im zeit- und ichlosen Zustand des Beobachtens ohne Beobachter, im Erleben des Augenblicks ohne den, der es erlebt, ohne den Denker. In einem intensiven Erlebnis geht das Ich verloren. Das Ich-Bewusstsein verschwindet ganz. Das nur noch das Erlebnis. Als ob wir eins mit diesem Erlebnis. Eine Verschmelzung des Ichs mit der Welt, ein Aufgehen des Ichs in der Welt, religiöse Mystiker meinen mit Gott. Gezielt herbeizuführen sind solche Einheitserlebnisse nicht. Man fragt sich nun, ob es möglich ist, auf dieses Eine zu treffen, ohne es einzuladen, ohne es zu erwarten, ohne es zu suchen, ohne danach zu forschen. Es von ungefähr zu erleben, wie einen erfrischenden Windhauch, der hereinströmt, wenn Sie das Fenster offen lassen. Sie können den Wind nicht einladen, aber Sie müssen das Fenster offen lassen. Ich glaube, Krishnamurti ist nur zu verstehen, wenn man ihn von einer spirituellen inneren Wahrnehmungsebene her versteht. Sonst liest man an ihm vorbei. Man liest es oberflächlich und spürt nicht die Tiefe, die dahinter steckt. Der religiöse Mensch ist etwas ganz anderes als der Mensch, der einen religiösen Glauben hat. Sie können nicht religiös sein und zugleich ein Hindu, ein Moslem, ein Christ, ein Buddhist sein. Religiöse Systeme bleiben etwas Äußerliches, etwas, mit dem sich der Mensch identifiziert, wie Eigentum, Status, Traditionen, Nationalstolz, unhinterfragte Wertvorstellungen und andere Muster und Konditionierungen. Erst wenn es den Menschen gelingt, das zur Disposition zu stellen und andere spirituelle Erfahrungen zu machen, ändert sich das Verhalten und mit dem Verhalten die Welt. Zuerst muss ich mich verwandeln, schreibt Krishnamurti. Wenn wir einen Gedanken haben, ist bereits ein Vorgeschehen vorhanden, ein Reservoir, aus dem der Gedanke dann entspringt. Und es scheint mir, dass das Geheimnis Krishnamurtis war, dass er bereits auf dieses Reservoir aufmerksam sein konnte. Und ich bin es zuweilen auch. Das bringt Entspannung, bringt Versöhntsein mit dem, was ist. Das bedeutet die Befreiung von der, ich möchte sagen, Gedankenfüllung, dass der Augenblick gefüllt wird. Laufen von Gedanken, das bringt die Befreiung davon. Das fast unverständliche Wort von Krishnamurti, der gesagt hat, when thought ends, life begins. Wenn der Gedanke endet, beginnt das Leben, ist von der Seite nur zu fassen, so sehe ich es. Und das ist eigentlich die große, ich möchte sagen, na, die große Kunst, die große Lebenskunst, die uns Krishnamurti lehrt. No guru, no method, no teacher. Kein Guru, keine Methode, kein Lehrer, keine Sicherheit, keine Revolution, keine Reform, kein Gott, kein Glauben und schon gar keine organisierte Religion. Doch eine gesellschaftsverändernde Bewusstseinsänderung, wie Krishnamurti sie anregt, ist sehr anspruchsvoll. Die eigentliche Problematik ist ja nicht der Klimawandel oder der Raubtierkapitalismus oder der globalisierte Terrorismus. Das eigentliche Problem ist die Tiefenstruktur unseres eigenen Geistes, die all das hervorbringt. Können wir die Tiefenstruktur unseres eigenen Geistes noch ändern, gegeben all das, was wir sehen, wenn wir intellektuell redlich und informiert mit offenen Augen durch die Welt gehen? Und diese Frage ist eben auch gerade in der heutigen Situation aktueller denn je. Krishnamurtis Bücher werden in hohen Auflagen weltweit publiziert. Seine gefilmten Reden sind im Internet zu sehen. 1986. Krishnamurti stirbt 90-jährig in Kalifornien. Er blieb bekannt als Guru, der keiner sein wollte, mit einer Lehre, die nichts vorschreiben will. Seine Kritik an jeder Autorität und jeder Herrschaft, vor allem an Religionen und ihren vermeintlichen Wahrheiten, ist an Radikalität kaum zu überbieten. Verändern kann sich nur dann etwas,
wenn sich der Einzelne von seinen Verhaltens- und Denkmustern verabschiedet und nichts und niemandem